Hallo, das ist Full of Games und ihr habt ja nochmal eine individuelle Begrüßung für den Auslosungsstream der ACL. Wir haben hier im Video im Stream die Teams für den ersten Spieltag der ACL ausgelost und ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Bob, möchtest du schon mal die Reihenfolge wissen, die wir heute durchgehen, was für Teilnehmer wir ja, heute bitte, haben? Bitte. Ich kann dir schon mal im Stream jetzt schon mal zeigen, wir werden heute uns erstmal den Shubi ansehen mit seinem Team Red Army. Wir werden uns heute den lieben Eliki ansehen mit seinem Team des Slicing Needles. Das ist ja voll. Der liebe Captain Cringe wird danach folgen. Dann wird schon der nächste kommen, der Joey mit seinem Team Hashtag Plaudergeil. Dann bist du dran mit deinem Team Hyperius. Und dann bin ich dran mit meinem Team Riffix Pontifex. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen so lange warten. Oh nein. Ja, ich würde sagen, die Idee ist für diesen Stream, wir gehen einfach von vorne her. Ich habe das nach den Matchups geordnet und ich würde sagen, wir starten dann gleich mit dem Team von Shubi, gehen runter bis zu meinem Team, gucken uns dann nochmal die Matchups an, je nachdem mit den Teams, die wir da gerandomized haben. Und ich würde tatsächlich sagen, übrigens, hey, nochmal Schmock, mal sehen, was wir bekommen werden. Ich würde sagen, Pock, bist du bereit? Ja, let's go! Zuschauer, seid ihr bereit, dass wir starten mit der ACL und das erste Team randomisen werden? Die ist so, schreibt, ich habe beim Testen des Layouts zweimal Pelipper Seismi bekommen. Das klingt auch super. Und die Leute schreiben, let's go. Dann wechsle ich zum Shubi und wir sehen schon hier das Team Red Army. Wir sehen ja, der Bildschirm ist ein bisschen schwarz zwischen den S-Picks, A-Picks, B-Picks, C-Picks. Das ist, weil ich noch nicht auf den Randomize-Button gedrückt habe. Mein Daumen ist gerade über dem Generate-Team-Button. Und wenn ich diesen Button drücke, dann lieber Pock, dann liebe Zuschauer, dann wird ein neues Team für den lieben Shubi existieren. Ich fühle mich total, es ist wie ein Kind, was man jetzt hier vorstellt. Und genau, Ratte am Grillen, toller Name, schreibt, jetzt wird gedraftet. Genau, der Shubi ist jetzt ganz, ganz, er betet gerade die Randomize-Götter an und generiert sein Team. Und hast du diesen Klick gehört? Hast du diesen Klick gehört? Der war mächtig. Ja, ein Team ist gerandomized. Ihr seht es noch nicht? Ich sehe schon, oh mein, es wird super. Und ich würde mal sagen, ich zähle runter. 3, 2, 1... Hier ist Shubis Team. Und es ist unglaublich. Die S-Picks sind natürlich genial. Jirachi und Togekiss. Das ist ja wohl unglaublich. Das gibt's ja wirklich nicht. Bin ich froh, dass ich nicht gegen ihn spiele. Mal Spieltag 1. Es ist unglaublich. Es sind zwei unglaubliche S-Picks. Ich glaube, sein Gegner, der liebe Elikli, wird sich freuen. Also, ich weiß nicht. Also ich meine... Hm? Ja, ich meine, die unteren Picks, die sind raw. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, die Kombination von einem guten Rocker und Defogger und generell nervig ist auf jeden Fall ziemlich gut. Die A-Picks sind ziemlich, ziemlich cool. Bisaflor, Rihornio und Cesurio, alles super solide Pokémon, auch sehr stark. Hat natürlich jetzt keine Sonne, aber die kann er sich auch irgendwie setzen. Da gewinnt Follow Slowly und ich bin echt gespannt. Ja, das sind echt coole Pokémon. Ganz ehrlich, wenn ich mir das B angucke, das geht einfach nur so weiter. Ganz ehrlich, Infernoport haben wir jetzt B gesetzt. Danke für den Follow, Tusake. Infernoport haben wir jetzt ins B gesetzt. Und das ist eigentlich recht stark da im B. Also ich bin gespannt, was er damit macht. Oder was meinst du? Ja, also auf jeden Fall. Das sind vor allem Pokémon. Also Schlapfel habe ich jetzt schon einiges gesehen. Ziemlich cool. Aber genau. Infernoport vor allem irgendwie gar nicht gesehen. Obwohl viele ja durch die Heavy Daddy Boots meinen, der wäre geil. Aber noch gar nichts oft gesehen im Draft. Bin ich gespannt. Ja, das wird crazy. Oh Mann, ich mach dich bei mir gerade ein bisschen lauter, weil jemand meinte, dass du echt leise bist. Jetzt solltest du ein bisschen lauter sein, keine Sorge, ich hab alles erledigt. ja, Schlapfel auf jeden Fall sehr, sehr bulky auf jeden Fall. Natürlich beißt sich ein bisschen mit Bisaflor, war echt coole Kombination. Und Quartermack, boah, der ist natürlich richtig cool, kann rein. Und danke für den Follow bei uns noch Felix. Ich hoffe, ich hab niemanden übersehen. Nee, genau, ich hab niemanden übersehen. Ach, das ist auch ein guter B-Core. Ganz ehrlich, die C-Pokémon. Ja, Die feiere ich jetzt. Pokémon mit Siegeswille, ja, tatsächlich auch interessant. Ja, genau. Und ich feiere die C-Pokémon, weil Lapras, der ist richtig cool. Das ist auch so ein Bulky Water, der gut eingepackt wurde. Noctu finde ich richtig nice, spezialdefensiv, kann ja die Boots spielen. Wir haben ja keine Item-Claws. Generell, ich glaube, das ist so ein Team, das möchte die Boots spielen auf Togekiss, Lapras, Infernoport und Noctu. Aber Mozzinger als Last One, sind wir mal ehrlich... Was meinst du, Pock?
Das kann man nehmen, auf jeden Fall. Also, ich feiere den einfach schon vom Design so sehr. Also, ich weiß nicht, ich finde richtig nice. Ganz ehrlich, ich muss sagen, Shubi hat einfach einen echt guten Draftplan hier gemacht. Ja, und, auf jeden Fall. Ein echt gutes Team sich hier getroffen. Wurde wohl nicht so oft gesniped, hat alles geklappt. Er hat einfach alles bekommen, was er haben wollte. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht ein bisschen nervig sein könnte, ist der Speed. Sein schnellstes Pokémon ist Jirachi. Aber ansonsten... Auch Hazard Removal, oder? Ist nicht so... Ja, Togekiss, ne? Und ja, Togekiss. Noctu und halt wird der E-Boot spielen. Also ich glaube, das interessiert den nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, schauen wir mal. Das wäre vielleicht so Spikes wäre noch nett gewesen, aber der wird echt gut, glaube ich. Wollen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Wir wollen ja niemandem helfen. Genau. Also ein bisschen, genau. Okay, cool. Das war das Team von Shubi schon. Ich bin überrascht, dass wir Jirachi, Togekiss, Core, allererstes Team. Sehr interessant, ja. Das ist die ACL. Herzlich willkommen, Elikli, auch im Chat natürlich. Ich würde mal sagen, dann, wo der Elikli aber auch gerade im Chat ist, würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu ihm, oder? Let's go. Ich glaube, der gute Elikli mit seinem Team Slicing Sneasels, der ist sehr gespannt, was sein Team werden wird und wo der gerade hier ist. Weißt du was? Weißt du, wo meine Hand gerade wieder ist? Ich glaube, ich weiß es. Also soll ich den Knopf drücken? Ja, let's go. Alter, wieder so mächtig. Es hat mich einfach überkommen. Ich musste ihm auch ein gutes Team generieren. Und glaubst du, es ist ein gutes Team geworden? Ganz kurz. Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Okay, dann in 3, 2, 1 sind wir jetzt das Team. Und wir haben im S ein Mew, was natürlich durch Mehrheitsentscheidung in die Tierliste gerutscht ist. Und ich weiß, ein Gengar. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob er damals auch für Mew abgestimmt hat oder ob er dagegen war, aber mächtig, ja. Mächtig auf jeden Fall. Und das ist schon krass. Also Offensive Power Mew kann ja alles. Und tatsächlich im A-Rang, also er hat einen Seedraking, ne? Aber normalerweise denkt man, da braucht man Regen für, aber da kommen wir gleich zu. Er hat Cobalion, das ist ein guter Pivot, kann Rocksling, kann vieles machen. Und er hat Klavion. Und eventuell denkt er sich so, Klavion, Prioritätsregentanz, der hat doch Regentanz, oder? Das ist tatsächlich, kann der Regentanz, wusste ich gar nicht. Ich glaube, oder? Wir haben Leute im Chat, okay, sagt mal Bescheid. Wir sind viel intelligenter als wir. Genau, also der Schmock spricht das gerade auch an, also vermutlich, schon richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, es geht sogar noch weiter. Und ganz ehrlich, seine B-Picks, die gefallen mir. Also... Mhm. Ganz ehrlich, Zenlong, nochmal ein Drache, richtig, richtig stark. Der braucht was ein Geist-Pokémon reinkommen kann mit Mew und Gengar. Richtig gut. Dann Rotom Fan, nochmal Momentum, neben Cobalion, nochmal das Typing, was hier recht nice ist. Und Fiaro. Und ja, jetzt mit den Boots, das finde ich ja überhaupt richtig nice. Jetzt mit den Boots Fiaro hier. Also, genau. Also angemerkt, den gab es ja vor den DLCs noch nicht, ne? Jo, also nö. Nee, warte doch, den gab's vor den DLCs, glaube ich schon. Haben wir irgendwas, was nach den DLCs... Seedraking, was rede ich hier? Ja, Seedraking. Und Klavion auch, glaube ich. Ja, zwei neue DLC-Mons direkt dabei. Let's go. Das sieht aber echt stark aus. Und wenn wir dann in den C gehen, Ochnatol ist ein echt guter C-Pick. Galar Geratak hat immerhin mit Evolüten und Parting Shot halt Möglichkeiten, im Pokémon reinzukriegen. Gut, hat Kobal im Rotom Fan, aber wieso nicht, ne? Braucht eh nochmal einen Dark-Type, also Typenabdeckung ist hier auf jeden Fall gesichert, deswegen hat Elikli den vermutlich gerandom gepickt, natürlich. Genau, ja, gepickt auf jeden Fall. Das letzte Mon Castellid, und das ist nicht zu unterschätzen. Kann ein Hausbruchset fahren, kann nochmal Hazards legen, also dementsprechend. Hab damit auch schon mal gesweept, also ja. Selbst ich bekomm's ihn. Generell, er hat auch dreimal Stachler, was irgendwie ziemlich cool ist. Mew, Klavion und Castellid, also. Oh, ja, interessant, dass du das direkt siehst, ja. Da hätte ich gar nicht so direkt. Natürlich, ich gehabt, bin ein Profi. Der Profi, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, Elikli hat sich auf jeden Fall echt, echt interessante Sachen hier gedacht. Er hat auch ein bisschen mal ein paar schnellere Pokémon noch, schneller als Shubi. Wir haben ja eben das Team von Shubi gesehen, seinem Gegner. Können wir gleich nochmal ein Hin und Her machen, vergleichen. Aber... Gut, wir haben hier das Team von Elikli und ich finde es sehr interessant, dass das Team so geworden ist. Okay, dann würde ich sagen, wir können schon weitergehen. Es geht ziemlich schnell voran, ne? Aber es ist diese Vorfreude, weißt du? Einfach dieses, wir wollen die nächsten Pokémon sehen. Das ist übrigens noch nicht das Team, was der liebe Richard bekommt. Das war ein kleiner, ich war zu schnell geklickt. Keine Sorge, hier werden nur mit Profis gearbeitet. Genau.
Das war eine Illusion, ihr habt nichts gesehen. Okay. In den, ja, in dem Team, was eben war, tatsächlich Excontita, aber ich kann tatsächlich jetzt auf Generate Team drücken, dann ist das weg. Dementsprechend, keine Sorge. War das mal lieber schnell, wollen wir lieber nicht haben. Ah ne, keine Sorge. Also tatsächlich der liebe Cringe muss gegen den lieben Diasword Play kämpfen, der tatsächlich jetzt auch schon im Chat ist. Dementsprechend, der wird sich auf jeden Fall jetzt, der wird jetzt aber sehr... Oh, der Cringe ist sogar hier. Ah, der feuert sich tatsächlich schon an. Ja, ihr könnt ja auch nochmal auf Twitter das hier retweeten, wenn ihr Interesse habt. Na gut, der liebe Richard hat natürlich jetzt sehr, sehr, sehr eine sehr große Spannung und ist sehr, sehr interessiert, was genau sein Team werden wird. Und ich habe das Gefühl, dass meine Hand sich gerade so... der Randomize-Gott, der möchte, dass meine Hand sich auf einen gewissen Knopf begibt. Und ich glaube, dass der Randomize-Gott von Richard gebeten wurde. Und ich glaube... Ein Klick ist passiert. Interessant, was der liebe Richard hier bekommen hat. Ich würde sagen, ich lasse euch nicht länger warten. Und wir machen den Screen weg. Es ist ein sehr spannendes Team. Ganz ehrlich. Siehst du es? Siehst du das Team? Ja, Es ist spannend. Der S-Core ist sehr unkonventionell. Aber Garados ist eigentlich was, sehr was du sehr selten siehst. Oder, aber Katapult auf der anderen Seite, das ist jetzt natürlich... Krass. Ja, nimmt man. Ja, und so schlecht synergieren die, glaube ich, auch noch nicht mal. Es sind übrigens keine G-Mix-Pokémon dabei. Also das ist Giga echt nicht nice, so wie er sagen wird. Er hat sogar Triple Ghost Action, da kommen wir gleich dazu. Hat, wenn wir dann den A-Gang ins A-T gehen, haben wir Mimikma jetzt das erste Mal ins A gesteckt. Und das ist natürlich jetzt auch sehr interessant. Doppelte Ghost Action, vielleicht möchte er seinen Gegner damit überwältigen. Vielleicht war das sein Gedanke beim Randomizen. Und dann Scaraborn als physisch offensives Pokémon ist auch ein DLC-Mon, ne? Stark, würde ich mal sagen. Genau, ja, stimmt, das DLC-Mon. Das ist echt krass. Und dann Reflex als letzter Apex. Also reinhauen kann der auf jeden Fall schon mal. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, an sich fehlen mir... Offensiv, sehr stark. Genau, an sich fehlen mir nur ein paar defensive Optionen. Und da kommen wir ja ins Beti. Und der hat den Monte Carlo. Ja, und ich glaube, der liebe Cringe, der hat schon ein bisschen Erfahrung mit dem Monte Carlo. Also ich glaube, der wird sich freuen, ihn wieder zu haben. Also ich glaube, das wird für den ziemlich cool werden. Und wir haben ja von der Doppel-Ghost-Action geredet. Wir haben ja sogar eine Triple-Ghost-Action, haben noch Duoclith. Der ist natürlich nochmal ein defensiver Ghost. Das heißt, die Geisterpanik kommt auf jeden Fall. Und Geist ist ja offensiv gar nicht mal so schlecht, weil da gibt es nicht so viel, was reinkommen möchte. Also ich glaube, der liebe Captain Cringe hat ja auf jeden Fall eine gute Auswahl an Geisterattacken. Nicht schlecht. Ja, und dann als letzten B-Pick Sneasel nochmal als Speed-Up-Rundung. Ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich cool. Weißt du, was auch cool ist? Das zählt hier. Ja, weil er hat tatsächlich Support. Er hat Chimsticks und der mit Grassy Surge und Grassy Terrain Link supportet einfach nochmal das ganze Team. Das ist also natürlich. Das finde ich halt richtig nice, weil ich habe wirklich auf den ersten Blick erstmal gedacht, ganz schön viele Ground Weaknesses hier oder relativ viele Ground Weaknesses hier, aber mit dem Grassy Terrain eigentlich ziemlich nice und ja. Da hat der Captain Cringe einen richtig guten Pick gemacht. auf jeden Fall. Da hat er eine gute Nische gefunden. Hat er neben Garados auch nochmal was Bodenattacken auf jeden Fall stoppt, weil das Erdbeben macht dir dann gar nichts mehr, wenn er den mitnimmt. Natürlich Scaraborn kann eventuell nochmal reinkommen, aber möchte er nicht unbedingt. Dementsprechend ist Chimsticks hier nochmal richtig, richtig gut. Gut, und dann Flunschlick ist immer eine solide Option im Lower Tier. Kann natürlich gut paaren und so weiter. Und vielleicht dachte er sich dann auch am Ende, okay, wir haben Garados als Wasserattacken draufhauer, aber wir wollen noch mal einen richtigen Breaker haben mit Wasserattacken und das ist Kingdown. Ganz ehrlich, der ist cool mit Agilität. Hey. Bin ich tatsächlich gespannt, ob er den mitbringen wird. Joey. Ja. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann im Team von Joey gleich, aber ich finde es sehr spannend. Also Speed ist auf jeden Fall da wie sonst noch was, also mit Sneevil und Katapultra und den Prioritäten, die er alles so hat. Vermutlich sonst Garf Scaraborn oder sowas kommt noch. Also da hat er auf jeden Fall einiges, kann sich boosten und kann reinhauen, hat Hazards. Also da ist alles dabei, was man so haben möchte, glaube ich. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Gut. Und das ist tatsächlich ein Team, was eine Bodenweak hat, aber sie auch echt gut ausgleicht. Okay. Aber wir sehen ja schon, ich sehe hier im Chat den lieben Diasword Play schreiben, er hat Angst vor diesem Team. Er möchte wirklich etwas dagegen haben. Er möchte schauen, was man dagegen machen kann.
Deswegen würde ich sagen, liebe Joey, Hashtag Plaudergeil ist an der Reihe. Und ich möchte, dass er mir im Chat, die Kraft gibt, meine Hand zu bewegen, auf den Generate Team Button zu gehen und dieses Team zu generieren. Ich möchte aus dem Chat diese Kraft von ihm haben, weil die Kraft muss von ihm auch kommen, damit für ihn auch ein gutes Team dabei rumkommt. Ich weiß es. Genau, richtig. Und ich bin mal gespannt. Ich warte auf die Antwort von Dice of Play. Er betet, glaube ich, gerade. Wir sehen auch den Captain Cringe. Er betet gerade auch. Er hofft natürlich, dass der Dice of Play im Teambuilding, im Draft einen großen Fehler macht. Einen gigantischen Fehler. Aber wir schauen mal. Noch haben wir keine Antwort. Er hat vermutlich einfach Angst. Er möchte einen guten Plan machen. Aber jetzt hat er hier. Er möchte Durengard haben. Dice of Play möchte Durengard haben, sehen wir hier. Und mal sehen, meine Hand ist auf dem Button und ich drücke ihn in 3, 2, 1. Okay. Und ob er Durengard bekommen hat oder nicht, sehen wir. Diesmal nicht in 3 Sekunden. Wenn das Licht angeht. Sehen wir in 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ich habe Spaß gemacht, wir sehen es jetzt. Und er hat nicht Durengard bekommen. Was eine Tragödie ist. Enttäuschend. Eine Tragödie. Aber tatsächlich, das Team von ihm ist echt cool. Sind wir mal ganz ehrlich, mit Necrozma und Rotom Heat hat er erstmal im S-Tier einen super Support-Core, weil beide können echt einiges tanken. Haben Rocks und Devok, hat er beides im S direkt abgedeckt und kann damit halt eigentlich die immer mitnehmen in dem einen Kampf. Also, das ist echt ziemlich gut. Wir sehen hier schon im Chat tatsächlich, das sehen die Zuschauer jetzt gerade natürlich weniger, aber hier Captain Cringe und Diazot fighten sich gerade ein bisschen. Captain Cringe meint, wie bad das Team ist. Diazot findet es richtig gut. Also dementsprechend, wir sehen hier schon ein bisschen Competition. Diazot Play hat sein Signature gepult, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ich bin auf jeden Fall, ich finde das S-Tier richtig cool. Ich hätte die genauso zusammengepickt, muss ich sagen. Und ja, auf jeden Fall. Ja. War ein bisschen Counterpick, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich sehe auch ein bisschen, was er, glaube ich, mit seinem A-Tier vorhat. Da gehen wir mal drauf ein. Turtok natürlich, Hausbruchsweeper, sehr gefährlich gegen die Offensive von Captain Cringe. Also der kann richtig, richtig stark reinhauen, da muss er richtig aufpassen. Da eine Defensive dann noch zu finden, wird schwierig. Ja, vor allem, ich meine, der Captain Cringe hat eine schnelle Offensive und Klavium mit der Donnerwelle kann natürlich diese Offensive sehr gut ausbremsen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich stark dabei. Hat er sich gut überlegt im Counterdraft. Ich bin mir echt gespannt. Und dann hat er Duraludon und das kennt der Captain Cringe und jetzt steht es plötzlich gegen ihn. Und was will er denn machen, wenn es plötzlich gegen ihn steht? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Captain Cringe meint auch, dass er eine Ghostwing wäre, aber wir kommen gleich noch dazu, was sich der liebe Diazot Play in seinem Draft, Randomized Draft, für die Ghostwing überlegt hat. Wir gehen weiter zu Pantifrost, das ist einfach ein netter Support-Pick, der dabei ist, mit Eispsycho und einem netten Spezialangriff, eine nette Spezialdefensive ist der auf jeden Fall gut. Wir sehen auch schon wieder einen weiteren Übergänger, Silvaro, auch im Team von Captain Cringe letztens gewesen, jetzt bei dem lieben Diazot-Play, was da wohl gelaufen ist. War der liebe Captain Cringe nicht gut zu seinen Pokémon? Eine sehr große Frage, eine sehr gute Frage. Und da sehen wir tatsächlich das nächste Pokémon, was vermutlich der Ghost-Counter ist, Morpeko. Weil mit dem Dark-Type kann es mindestens ein Ghost-Move tanken mit dem Brachianburg. Und ganz ehrlich, bei den Ghost-Pokémon, wenn es da mal seinen Unlicht-Step raushaut, ist das, glaube ich, gar nicht mal so ungefährlich. Ja, auf jeden Fall. Sehr gespannt. Und jetzt, wenn wir jetzt mal auf CT eingehen, da sehen wir natürlich die Pokémon schlechthin. Knogger hat der Dicer Play in Chat geschrieben, ist sein Signature, in dem Sinne zumindest eins seiner Signature. Und der kann natürlich mit seinem Knochen doppelt so stark reinhauen, ist natürlich ziemlich gut. Und wenn wir auf das nächste Pokémon eingehen, Fuzzersnob, denkt man natürlich erstmal, ja, ist ja nur Fuzzersnob. Aber wir haben schon die dreifache Geisterkraft von dem lieben Captain Cringe gesehen und Fuzzersnob als Normal-Pokémon kann da die Antwort sein. Hat einen großen HP-Set, hat den Wunschtraum, also ich glaube, Fuzzersnob könnte tatsächlich ein guter Pick gegen den guten Captain Cringe sein. So unwahrscheinlich es auch klingt. Nee, aber tatsächlich, also was ich hier so sehe, das ganze C-Tier, man darf es beim Teamling hier auf gar keinen Fall übersehen, also nicht ausschließen. Ja, und Smetbo ist aber Trash, oder? Ja, Smetbo ist Trash. Ich habe noch nie gesehen, dass Smetbo irgendwas mal gemacht hat. Ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Moment. Nirgends gesehen, nee. Oh.
Wir reden nicht drüber. Okay. Gut. Ja, nee, auf jeden Fall, Zardan Smetbulls wird das Team auf jeden Fall gewinnen. Da haben wir auf jeden Fall keine Sorgen und ich glaube, Captain Cringe muss sich leider dem 6-0 hingeben. Das, ja, da kann man nichts machen, da kann ich nichts anderes sagen. Mal, das Leben ist so, kann nicht sagen. Ja. Ich finde es auch ziemlich unfair, dass hier Giga Smetbo dabei ist, obwohl wir Gigas verbannt haben, aber was für machen. Ah, ja. Okay. Oh, warte, bin ich jetzt dran? Ja, weißt du was, Oh Brock? Gott, ich glaube, ich beende erstmal die Übertragung. Tschüss, ich gehe jetzt. Wiedersehen. Du kannst auch da bleiben, du kannst ja gerne mit dem Team reden, wenn du willst. Ja, natürlich. Ja, guck am besten in den Stream, guck am besten nicht in die Übertragung, das wäre eine Idee. Aber ja, Brock, du bist mein erster Gegner, weißt du das? Ja, das ist wichtig. Ich spiele gegen dich, aber ich hoffe, für dich wird es noch reichen. Ne? Also ich hoffe, du kriegst jetzt natürlich 2000 sehr, sehr schlechte Teams generiert und ihr nimmt das Schlechteste davon. Aber mal sehen, was hier passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Albus ist ein neuer Zuschauer gerade, der da gejoint ist. Ja, das wird jetzt sehr, sehr, sehr spannend, was die liebe Pocke kriegen wird. Ho, 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 ho. Meine Hand ist auf jeden Fall auf den Generate-Button, Fock. Und willst du dein Team haben? Ja. Das war ein. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Ich hab noch nichts gesehen. Oh nein. Oh Gott, was wird der Pock? Oh nein. Okay, liebe Leute, wollt ihr das Team von Pock sehen? Das erste Gegner-Matchup für Bene. Das ist das Team von Pock und ich bin gar nicht happy, dass ich gegen das kämpfen muss. Oh yeah! Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Okay, wir da starten. Da habe ich auf jeden Fall einen guten Draftplan gehabt, sag ich mal. Da hast du einen richtig guten Draftplan gehabt. Oh mein Gott! Du startest mit einem Tricky Falo, einfach verdammt stark und dann noch ein Agro-Stella. Wie soll ich da denn durchbrechen? Das Geile ist, die hatte ich erst in meiner letzten Liga, beide. Ah, da sehen wir natürlich, du bleibst deinem Theme treu. Ich war beim alten Never Change a Running System. Ja. Gar kein Ding. Dann kommst du direkt mit Terrain, mit sehr wohl. Easy, keine Prios mehr. Wir wollten die Form ja eigentlich randomisen, ne? Ja, tatsächlich. Also dementsprechend, ich würde mal sagen, ich habe hier einen Randomizer offen eventuell. Auf random.org und ich werde auf dem eine Zahl von 1 bis 2 auswürfen. Was soll die 1 sein, Pock? Soll 1 männlich sein oder soll 2 männlich sein? Die 2 soll männlich sein. Okay, ich drücke Generate auf Generate. Es ist die 1. Ah, schade. Aber egal, egal. Es ist leider weiblich. Ah, okay. Komm, der kann Healing Wish, nehme ich auch. Let's go. Der ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Da musst du dir keine Sorgen machen. Weibliches sehr wohl für den lieben Pock. Und aber trotzdem mit Elfun und Grebbit dabei, die böllern und kann nochmal Tailwind Support geben und nochmal Encore und alles. Das können natürlich sehr gefährlich werden. Natürlich blockst du deine Prioritäten ein bisschen von Grebbit, aber das ist nur zum Vorteil von mir. Wobei, da fällt es mir jetzt gerade ein, blockt das Psychofeld eigentlich auch sowas wie Strolch und so? Das ist jetzt eine gute Frage eigentlich. Weißt du was? Das kannst du herausfinden im Bild. Kühlsen schreibt ja tut es, sagt der Chat. Yes. Oh nein. Okay, damit hat er sich im Draft effektiv selbst blockiert. Hab mich selbst outplayed. Alter. Wir gehen auch weiter mit der Priorität von Duo Kness durch. Ja. Mit so ein Gag. Aber natürlich immer sehr bulky, vor allem mit Agastella. Gar nicht mal so eine schlechte Kombi. Dann nochmal eine Ground Resistant Immunity hast du ja sowieso dabei. Da ist noch so ein Pokémon wie Wasserquill, der ist natürlich auch sehr bulky, kann auch sehr gefährlich werden, muss man sagen. Offensiv natürlich auch trotzdem sehr stark mit Defiant. Und falls ihr dir denkst, Psycho-Terrain, das ist es vielleicht nicht so. Electric-Terrain mit Britzige, vielleicht ist das so eine deine Idee. Also ja, das, ja. Die Qual der Wahl, würde ich mal hier sagen. Luftballon Elfen, oh. Das, jetzt verrate ihm, jetzt gibt ihm keine Tipps hier, ich muss gegen ihn kämpfen. Ja, let's go, alles zu mir. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und ganz ehrlich, wenn ich mir so dein C angucke, wo wir jetzt da hingehen, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Wir starten hier mit Barschuft, der hat natürlich wieder das Problem im Psychoteil eine Priorität, aber kann er sehr stark sein eigentlich. Offensiver Wasser-Step, mal gucken, ob ich eine Schwäche dagegen habe. Genau, dann Alola Dictree, schon wieder ein Pokémon vom Team von Captain Cringe, was übergegangen ist zu wem anders. Also da muss irgendwas passiert sein. Auf jeden Fall super, super stark, super schnell. Gib dir nochmal Speed vor allem, was auch echt gut für dich ist neben Elfun.
Ja, dann, stimmt. Ja, Potro das letzte Mal, falls du nochmal Hellsatz decken willst. Schacke. Hast ja zweimal Spike, hast dreimal Stachler. Hast Grabbit, Britzigel, Potro. Alle, die recht sind, können Stachler. Also, ja, perfekt. Das alles. Da muss ich einfach sagen, habe ich gut gepickt. Also ja, kann man nicht sagen. Ich meine, deine Tarnsteinleger sind beide im C, aber leider kannst du Alola Dictree mitnehmen, was ein Problem ist. Ja, gar kein Ding. Du bekommst jetzt einfach nur Mono-Bodenschwäche, easy. Ja, oh, ich bin echt gespannt. Gut, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Da muss ich echt gucken, wie ich dagegen kämpfe. Mir haben gesagt, hey, Sattemugel ist ein Problem. Er hat doch Elfun oder Trikifalo, das kriegt er auf jeden Fall hin. Hat Waschak fehlt nicht auch die von? Ja, auf jeden Fall. Ja, geht schon. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen zu mir über. Bene mit dem Team. Riffex, Pontifex, kenne ich nicht. Aber wenn ich das Team nehme, was ich hier gerade schon vorher sehe, das wäre cool. Das hat einen Cure und auch einen Resteller. Das wäre super. Aber ja, ich weiß, ich kann es nicht nehmen. Ich muss den Regeln treu bleiben. Ich muss auf den Generate Team Button drücken, um das zu machen. Und weißt du was, Pock? Ich habe Angst. Was soll passieren? Was ist, wenn es kein gutes Team wird? Was machen wir dann? Dann gewinne ich halt. Okay. Soll ich die Liga abbrechen, wenn es ein schlechtes Team wird? Wir hören uns nie wieder, oder? Ja. Nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich zieh's durch. Das Schicksal wird auf meiner Seite sein und selbst wenn es nicht ist, werde ich das Beste draus machen. Dementsprechend, ich drücke auf den Knopf und wir hören schon Pock und ich sehe das Team in 3, 2, 1 und ich würde mal sagen, lieber Pock, glaubst du, das ist ein Problem? Ja. Möchtest du über meine S-Picks reden? Boah, also ich sehe da schon die ein oder andere Schwierigkeit. Also, boah, Ramut, also, huch. Ich sehe da gar kein Problem. Ich glaube, Ramut wird doch gar kein Problem sein mit deinem Psychofeld-Prioritätsblockerei. Das sollte doch kein Ding sein. Easy. Das hilft dir gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und wir haben hier schon wieder ein Togekiss, das sollte mir auch sehr helfen. Sollte ich mal irgendwie nicht gewinnen können, dann kann ich immer einen Scarf Togekiss mitnehmen und Airslash spammen. Kein Ding. Danke, Pock, dass du da so glücklich dabei bist, dass ich das habe. Nehm dir das nicht übel, nee, bin da ganz tolerant. Okay, ich sehe aber, meine ersten beiden Picks sind sehr Hazards. Problematisch. Dementsprechend, glaube ich, fixen wir das mal am Apex. Das dachte ich mir auch mit Hazard sowieso, mit Rocks brauche ich auch noch. Deswegen, Galasmogmog hat ja auch das Auflockern. Generell ein Pokémon, was ich echt mal in der Draftliga haben wollte. Deswegen bin ich sehr glücklich, das zu haben. Eigentlich neben Ramot auch. Und Togekiss hatte ich jetzt eigentlich meine DPL. Aber ganz ehrlich, Galasmogmog, ziemlich, ziemlich cool. Ich freue mich auf den Jungen, wenn ich den mitnehmen kann natürlich. Aber das ist ziemlich cool. Also, schauen wir mal. Und dann müssen wir schon die ersten Strategien hier gegen dich überlegen. Ja. Dann haben wir Brokkolos, falls ich mal Sandsturm brauche, für was auch immer. Ja, aber let's go. Es ist auch ein Tarnsteinleger. Den Chip. Oh nein, es ist mein einziger Tarnsteinleger neben Pampuli, zu dem wir gleich noch kommen. Pampuli, easy. Okay, kommen wir gleich mal drauf. Brokkolos ist wieder sehr bulky, sehr stark. Mein Sandsturm-Sweeper, den suche ich noch, aber wir finden das noch. Fruyal, aber ganz ehrlich, nochmal eine Hazard Removal, die ich auch sehr brauche. Ziemlich stark. Hat jetzt auch, Triple Axel heißt es doch, oder? Ja, genau. Genau, hat jetzt die Eisattacke bekommen, also dementsprechend. Sehr, sehr, sehr gut. Gefährlich. Wenn wir ins B-Tier gehen, ist ein Pokémon, was ich sehr cool finde. Ich weiß nicht, ob es was machen wird oder irgendwas kann in dem Sinne, aber Calamanero, der ist cool. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das groß mit dem was wird, aber hey, der kann auf jeden Fall einiges machen. Und das glaube ich, wird dir nicht so gefallen. Ja, schauen wir mal. Und mit Zenlong gegen Ende, der nochmal sehr breaken kann, da glaube ich, wirst auch dir keine Freunde mitmachen. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, dein Britzigel wird schön von meinem Zenlong geward, das freut mich. Oh Gott, Britzigel, kann der nix, auch schade. Und wo wir gerade bei gewollten Britzigel sind, wir haben hier noch Magneton, also hey. Ah, der ist auch gefährlich für meinen Agrostella und so, ne? Und mir werden auch schon gerade Tipps über uns im Chat gegeben, der Pox einzige Reliable Hazard Move Defog ist, könnte Calamanero das abusen. Also seh dir mal ein Plus 2 Evasion Calamanero. Alter, erstmal hier Regelbruch, alle Fluchtwerte gesteigert. Nee, so funktioniert das nicht. Schade. Ja, Magneton, weil falls so ein Steel-Type passt, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, also hey, vielleicht wirst du getrappt, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Steel-Type habe, ich habe schon wieder mein Team vergessen. Das glaube ich du, Chris. Ach doch, ja genau, und Alola Dictree, stimmt. Ah ja, stimmt.
Den ja, schau mal, der wird getrappt. Den willst du auf jeden Fall trappen. Ja, Magnet Rise und dann geht's los. Ich spiele einfach einen Ballon, da kannst du nichts mehr machen. Au, ja. Gut, danke. Dann mein C-Tier. Sind wir mal ganz ehrlich, ey, ich bin kein Pampuli-Hater. Der hat mich mal auseinandergenommen. Ganz ehrlich, dass er mal bei mir landet, dass ich mal die Wege des Pampulis lernen muss, das ist fein. Das ist komplett okay. Pampuli regelt. Pampuli macht das. Pampuli wird das machen. Ich weiß zwar nicht, was der gegen dich macht bisher, aber hey, Pampuli wird das machen. Macht euch keine Sorgen. Agro-Stella-Breaken hier. Scheiße. Der kann Agro-Stella-Breaken. Ja, Pampuli ist der Agro-Stella-Counter. Es ist leider auch neben Broccolos mein einziger Stealth-Rock-Setter, aber es ist okay. Es ist okay. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich krieg das hin. Und ganz ehrlich, falls die Talensteine mir zu blöd sind, haben wir im Ziel auch noch für Nontor. Der kann mal die Stachler legen. Der kann auch Freestrike, genau, der Captain könnte mal Freestrike Laylee, Specs gegen Toxapex. Das klingt doch ziemlich, ziemlich cool. Mal gucken, ob ich mir da was überlegen kann. Volles C-Tier mitgenommen, oder? Let's go. Ja, genau. Und falls jetzt im C-Tier mir noch was fehlt, dann haben wir noch Lusardin, der, wenn ich ehrlich bin, super cool ist. Der hat auch Flipturn, meine ich. Und dann sind so Bände Flipturn, wer weiß. Oh, vielleicht kann er ja was machen. Der hat auch, glaube ich, Coverage für Toxapex. Also vielleicht Lusardin. Ist das der neue coole C-Pick? Maybe. Ganz ehrlich, ich stelle mir den echt cool vor. Ich glaube, mein C-Pick, der sieht erstmal so komisch aus, aber ich glaube, der kann einiges machen. Vielleicht nehme ich ja alle drei C-Picks gegen Ende gegen dich mit, Pock. Muss auf jeden Fall dich gegen vorbereiten. Ja, ja. Das lasse ich einfach außer Acht. Brauche ich genau, die werde ich ja garantiert nicht mitnehmen. Also Ramot, das ist ja echt ein schlechtes Poken. Echt so. Genau. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was das Team hier machen wird gegen dich. Und das waren tatsächlich schon alle Teams. Wir sind eine halbe Stunde drin und wir haben schon alle Teams. Das ging jetzt natürlich rasend schnell. Und ich würde sagen, ja, wir gehen einfach mal ganz kurz über den Spielplan und gucken einfach mal jetzt, wer gegen wen überhaupt kämpfen muss. Ich sehe gerade das schöne Logo, weil ich ganz kurz die Transition machen muss. Und was haben wir jetzt diesen ersten Spieltag? Wir haben, wenn wir uns die schöne Tabelle anseht, die auch in der Beschreibung des Videos, was hier kommen wird, auch in der Beschreibung des Videos sein wird und was ihr auch im Video findet und der liebe Dinosaur-Player gerade auch bestimmt in den Chat posten wird, sehen wir auch den Spielplan und was kommt zuerst. Wir haben ja schon gerade ein bisschen rumgespäßelt, der liebe Pock und ich. Wir beide machen den Eröffnungskampf natürlich in einer Woche am 27. um 17 Uhr. Und bist du schon gespannt, Pock? Hast du Angst? Ja, nee, also das wird eigentlich, sollten Free Wins sein. Also genau, easy peasy, ne? Für mich hoffentlich. Ja, natürlich. Genau. Dann haben wir den guten Dia gegen Captain Cringe um 18 Uhr. Natürlich haben wir hier schon das Matchup gesehen, sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Und zuletzt haben wir Edikli gegen Shubi und um 19 Uhr. Und ich glaube, das werden ein paar sehr interessante Partien. Ja, ich bin auch sehr gespannt und tatsächlich, es sind nicht viele Spieltage. Man muss von Anfang an sein Bestes geben und hoffen, dass man möglichst viele Wins hier holt, um der Meister der Randomness zu sein. Genau, ja. Ich meine, es ist ja geplant Randomness. Es ist ja Profi-Randomness. Ja, natürlich. Genau. Ja. Wir sind ja alles gute Spieler. Dementsprechend, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend werden, wie das hier wird. Und ich würde sagen, wollen wir nochmal ganz kurz auf. Ich glaube, unser Matchup hatten wir ganz kurz nochmal gut beleuchtet. Entsprechend mache ich mir eigentlich kein Problem. Oder willst du nochmal dein Team sehen, Pock? Dein Team sehen. Also wir haben ja eben schon darüber geredet. Also mein Team ist, glaube ich, noch ein bisschen im Kopf. Deswegen gehen wir ganz kurz nochmal auf Pocks Team ein. Also wir haben ja schon ein bisschen gesagt, hey, guck mal, der liebe Bene, der kann ja schon mit seinem Corona reinballern. Aber ich glaube, du hast die ein oder andere Antwort namens Toxapex. Und ganz ehrlich, deine Pool-Test-Möglichkeiten sind auch gar nicht so schlecht. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall gute Outs gegen meine Offensive trotzdem. Und ich muss eher Outs gegen sowas wie dein Trigifalo finden, weil ich glaube, da hat mein Team gar nicht mal so gute Antworten. Und dementsprechend, ich bin sehr gespannt, wie das Match von uns beiden werden wird. Wobei ich natürlich hier anmerken muss, schwierig wird's mit dem Flammenkörper, falls du schon willst. Ja, genau. Dann schauen wir mal, wie das werden wird. Machen wir dann jetzt mal wieder zu. Genauso wie mein Team, was wir dann auch mal wieder schließen. Ich würde sagen,
Das nächste Matchup, was wir uns noch mal ganz kurz ansehen könnten, wäre Captain Cringe gegen Joey. Da starten wir mal ganz kurz, haben wir diese brachiale Offensive ja von Captain Cringe. Seinem Garados, Katapult, Rascarbon, Mimikma, Reflex, alles, was da reinböllert. Und ich bin ganz ehrlich gespannt, meinst du, Joey kann dagegen etwas machen? Also, bestimmt, bestimmt. Ich vertraue auf ihn, ich vertraue auf ihn. Oh. Schauen wir nochmal, sein Team kann da was machen. Ich meine, wir sehen auf jeden Fall diese krasse Defensive von ihm. Und ich glaube, er wird auf jeden Fall da schon irgendwie standhalten. Muss auf jeden Fall sehen, wie er das macht. Auf jeden Fall, der Cringe schreibt auf jeden Fall, wie free, oh mein Gott, Joey hat keine Chance. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, ob er vielleicht doch eine Chance hat. Aber ich glaube, viele Optionen können ausgekontert werden. Sowas wie Dragapult, das gute Katapult, da könnte ein Problem sein. Aber ich glaube, mit so einem Fuzzersnob kann da auf jeden Fall geholfen werden. Ja, ich glaube allgemein, dass das eher ein sehr offensiver Kampf wird, würde ich mir zumindest wünschen. Mhm. Also so eine Schlacht, so ein richtig offensiver Kampf, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wirkt zumindest so meiner Meinung nach. Da bin ich dann doch mal sehr gespannt, wie das werden wird. Und das letzte Matchup, wo wir jetzt drauf eingehen, ist der liebe Shubi gegen Elikli. Da gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang, wo wir vom lieben... Ja, wir sind wieder hier, weil OBS ist eventuell gecrashed. Ja, wir wollten das Team von Elikli ansehen, ob der was gegen den Flinch-Core machen kann. Und tatsächlich hat er ein paar Optionen, würde ich mal sagen. Sonst Scarf Cubadium eventuell kann da was ausrichten gegen das liebe Giari. Ist was für Rotom vielleicht da. Fiaro kann was burnen oder sowas. So ist wie Rotom Fang gegen Togekiss. Also ich glaube, da gibt es die Option. Also ich glaube, da haben wir ein paar ausgeglichene Matchups. So, nur was der Stream gerade abgestürzt ist. Aber das Video on Demand ist hoffentlich da. Werden wir mal sehen, ob es dann existiert nachher. Das ist nicht gesichert. Aber ich glaube, damit haben wir die Matchups alle einmal betrachtet. Gut. Und das war tatsächlich eigentlich auch schon der erste Auslosungsstream. Das war ein schwierigeres Wort auszusprechen, als ich jetzt gedacht habe. Napok, was meinst du? Bist du gespannt? Ich bin super gespannt auf die Battles und ja, ich hoffe, dass sich keiner was schenken wird und egal mit welchem Matchup sein Bestes geben wird. Genau. Dann hoffe ich, dass auch ihr liebe Zuschauer Spaß haben werdet und wir verabschieden uns da mal. Ich sag dann mal bis dann und ciao. Tschüss.